Lieber Herr Lamm, lieber Herr Lessentin, ich wünsche Ihnen hier aus Berlin alles Gute zum diesjährigen Verlauf der Jahres- und Mitgliederversammlung in Frankfurt und grüße alle anwesenden Mitglieder recht herzlich. Ich wäre selbst gerne gekommen, da ich ja auch Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte bin. Das ist mir aber dieses Jahr nicht möglich. Ich möchte Ihnen deshalb auf diesem Wege ganz deutlich sagen, ich unterstütze Ihre Arbeit mit großem Nachdruck und finde, dass Sie sich der richtigen Themen annehmen, Themen, die außerordentlich wichtig sind, auch für uns hier in Deutschland. Ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr umgetrieben hat, war die Situation im Jemen, der als Land am Südrand der arabischen Halbinsel bei uns in Deutschland nicht ganz so im öffentlichen Fokus sitzt, wie es eigentlich sein müsste, was die Situation, die Bedrohungssituation, die Kriegssituation dort angeht. Aber vor allen Dingen hat uns interessiert ein Bericht von dort lebenden konvertierten Christen, die im Internet zum Christentum konvertiert sind, nachdem sie sich zunächst vom Islam abgewandt hatten. Und diese Art der Ausübung der Religionsfreiheit findet bei uns in Deutschland noch viel zu wenig Beachtung. Wie wir damit umgehen, müssen wir genau überlegen. Es zeigt eben auch, dass Menschen sehr genau auch das Internet als Quelle benutzen, um sich gegenüber ihrer bisherigen Religion kritisch zu äußern und dann oft auch, nicht immer, in einem nächsten Schritt einer anderen Religion zuzuwenden. Ein wichtiges Thema meines Erachtens auch für Sie in der IGFM oder, wenn ich so sagen darf, für uns in der IGFM. Und in diesem Sinne wünsche ich der diesjährigen Jahres- und Mitgliederversammlung einen guten Verlauf. Nochmals herzliche Grüße aus Berlin.